Er ist Extrembotaniker und Pflanzenjäger. Nur er kennt fast alle Pflanzen in dieser Region. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Jürgen Feder. Hallo, Herr Feder. Hallo, Herr Raab. Wie geht's? Sie sind jetzt zum dritten Mal bei uns zu Gast. Beim vierten Mal schon? Nee. Ja. Habe ich mich wieder verzählt um eins. Ich fasse es nicht. Ja. Aber es ist so. Ja. Sie waren ich freue mich. Ja, Sie waren schon in mehreren Fernsehsendungen jetzt. Wo waren Sie noch überall? Bei uns war die erste, oder? Nee, das war nicht die ganz erste. Das erste war die Naturnah. Und da musste jemand spekuliert haben und hat da so heimlich geguckt. Okay. Und dann durfte ich hierher kommen. Okay. Das war doch die Geschichte mit dem Klohäuschen, wo ich so gemacht habe. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber dann war, wo waren Sie noch? WDR, NDR, MDR. Ja, in welchen Sendungen? Ach, das kann ich gar nicht mal aufzählen. Es ist so viel. Es ist wirklich. Ich gucke ja nur nach den Arten. Ich sammle ja keine Sendung, ich sammle ja Pflanzen. Ah, okay. Das ist ein guter Satz. Aber ne? Sie sind ja auch Buchautor und halten Vorträge. Buchautor, ja. Ich mache Exkursionen, gebe Exkursionen. Ja. Deutschlandweit jetzt. Also aus Niedersachsen bin ich jetzt rausgekommen. Ist jetzt nicht mehr nur Ausland. Ja. Fühle mich jetzt auch in NRW wieder richtig wohl. Sie kennen ein paar Mal. Sie kennen 100% der Pflanzen in Niedersachsen. Sie kennen alle Pflanzen. Nee, es gibt ein paar Arten, die sind so super selten. Ein Standort in Niedersachsen, da müsste ich dann extra wissen, wo das genau ist, auf 10 mal 10 Metern genau. Okay. Oder deutschlandweit auch Arten, die es nur an 3, 4, 5 Stellen gibt. Wie viele? Zum Beispiel in den Alpen, da bin ich nicht. Da müsste ich einen Führer haben, der sich da auskennt. Also da kann ich monatelang, da können wir zusammen unterwegs sein, da finden wir auch nichts. Nö. Wir finden halb seltene Arten, wir finden aber die super seltenen Arten, die es nur noch an 2, 3 Stellen gibt, die findet man auch nicht. Wie viele Pflanzenarten gibt es in Deutschland? Ungefähr 7000. Okay. Streiten die Gelehrten noch, da geht es auch um die Löwenzähne. Aber die haben Sie im Kopf? Die halte ich im Kopf, theoretisch habe ich die im Kopf. Ja. Also oft ist es so, dass ich eine Art noch nie gesehen habe, ich kenne die auch vom Buch. Ja. Weil ich viele Bücher lese oder weil ich das so ein bisschen gefiltert habe. Okay. Aber es kann natürlich auch vorkommen, dass ich eine Art nicht kenne, weil die dann auch ganz spezielle Ansprüche hat, ganz spezielle Merkmale. Da muss man auch eine Lupe dabei haben oder vielleicht nochmal ein Mikroskop. Ja. Aber normalerweise, was in Niedersachsen oder Nordwestdeutschland angeht, kenne ich alle Arten. Auch die, die ich noch nicht gesehen habe. So, jetzt kommt ja der Frühling. Was ist wichtig im Frühling? Worauf müssen wir achten? Was ist schön zu sehen? Was dürfen wir nicht in der Hektik des Alltages links oder rechts liegen lassen? Frühlingszeit ist immer ein bisschen ist Zwiebelzeit. Ja, ich habe hier mal eine reingetan. Das will ich mal rausziehen. Eine Zwiebel? Ja. Geht nicht so richtig. Ja. Also das ist auch eine Zwiebelpflanze, das ist zum Beispiel der Waldgelbstern. Das ist der Waldgelbstern, okay. Der hat Zwiebeln. Wo? Und das Dolle hier drin, im Boden. Ich will die jetzt nicht rausgucken. Kann jeder sagen. Wo? Ja, dann hol ich sie raus. Also das hol sie raus. Das will ich jetzt aber beweisen, dass da eine Zwiebel dran ist. Ja. Ist nicht an jeder Pflanze eine Zwiebel dran? Doch. Wie? Ach so. So, hier. Ah, eine Zwiebel ist da dran und das Dollste ist wirklich, ich begeister mich an diesen Zwiebeln. Ja. In diesen Zwiebeln ist alles drin. Das ist Frostschutz, das ist Hitzeschutz, das ist Austrocknungsschutz und ein zu Feuchteschutz. Und hier ist praktisch wie in Ihrem Rucksack, da ist alles drin, was die Pflanze braucht an Ernährung. Ja. Wasser, Nährstoffe, alles in dieser Zwiebel. Und ich bin begeistert von so einer Zwiebel, dass die praktisch, gucken Sie sich diese Zwiebel an, aus dieser Zwiebel kommt diese Pflanze. Ja, jetzt bin ich auch begeistert, andersrum. Ich sehe. Was da drin steckt. Was da und das macht die jedes Jahr, immer aufs Neue. Dafür ist die Zwiebel da. Und das ist eben typisch für Frühjahr. Und die Zwiebel, kann man diese Zwiebel der Pflanze auch essen? So die kann man auch essen. Wie als Gewürz? Und die so? Können Sie essen, aber es ist wenig dran, sehen Sie. Sagt meiner nicht. Also es kommt immer gut an, da gibt es die echte Zwiebel. Es kommt immer bei uns gut an, wenn Sie Blumen essen. Ach, das kann man essen, dass man normale Wasser abschneidet? Erstmal ist die. Die kann man essen? Ja, sicher. Also, woher sind Sie so sicher? Haben Sie alle schon probiert? Alles gelesen. Man kann auch die Zwiebel essen. Ja, aber da ist auch noch Erde dran. Das ist das Salz, das Knirschenbisschen. Okay. Das heißt also, Sie könnten ohne Lebensmittel durch Deutschland wandern, weil Sie sich komplett vom Blumen ernähren können? Angenommen, ich hätte richtig was auf dem Kerbholz. Ja. Man würde mich jagen, man würde mich nicht finden, man würde mich nicht kriegen. Weil ich überall Tricks hätte, wie ich mich ernähren kann, selbst auch im Winter. Ja, im Winter auch? Aber ich mache solche Taten gar nicht erst. Ich will es nicht beweisen. Ja. Hat es denn jetzt geschmeckt? Also hat es denn jetzt geschmeckt? Und würden Sie es auch hinter der Bühne essen? Das habe ich für TV Total jetzt gemacht, außer der Reihe. Das würde ich nicht jedes Mal machen. Ja, weil es nicht schmeckt, oder was? Weil es echt auch nicht schmeckt. Beziehungsweise ist es genießbar, aber es gibt andere Highlight-Pflanzen. Ja. Aber diese Zwiebeln wirklich, das ist hier zum Beispiel der Schneestolz, der gewöhnliche. Der Schneestolz? Ja, Schneestolz.
alles Pflanzen, die praktisch jetzt auch noch blühen oder schon blühen, weil auf, es kann ja auch noch Schnee fallen. Die können das ab, die können also noch Temperaturen von minus 10 Grad vertragen, auch das Buschwindröschen. Als ich das allererste Mal kommen durfte, da hatten wir ja hier einen Atlas, den ich hier so vorgehalten habe. Ja, da war die Karte mit dem Buschwindröschen. Und so sieht die Pflanze aus, wer sich noch da erinnert. Weiße Pflanze im Wald, Buschwindröschen. Wer erinnert sich noch? Keiner. Ja. Ist auch egal, ist auch nicht so schlimm. Jedenfalls, diese ganzen Arten, die jetzt blühen, das sind alles Arten oder viele Arten, die haben eine Zwiebel. Ja. Der Same kommt jetzt erst, wenn es eine Samenpflanze wäre, dann würde die Pflanze jetzt erst austreiben. Auskeimen, müsste blühen und so weiter. Die haben schon einen Startvorteil. Das nutzen die unter der Erde. Das haben wir nicht mitgekriegt, das haben die auch die Zuschauer nicht mitgekriegt. Die sind praktisch schon im November, im Dezember sind die schon in Startposition. Okay. Und schieben auch oft schon. 1, 2, 3 Millimeter sieht man schon oder Zentimeter. Ja. Das fällt nur noch nicht auf. Okay. Und deswegen sind die jetzt im März und April schon da, wo andere noch längst nicht da sind. Ja. Und das begeistert mich, dass es in der Natur diese verschiedenen Strategien gibt. Die besetzen auch die verschiedenen Biotope. Zum Beispiel das Buschwindröschen ist eine Lichtpflanze. Eine Lichtpflanze des Waldes, wann kann die nur wachsen im Wald und Licht haben? Vor den Blättern. Ja, klar. So. Ja. Weil im Sommer ist ja... Im Sommer ist dicht. Ja, genau. Klar. Und deswegen ist es ganz einfach. Ja. Manchmal Sie müssen mit mir mal eine Runde mitkommen. 1, 2, 3 Tage hätten Sie auch 50 Arten drauf. Ja, okay. Ne? Ja, so ein paar kenne ich ja. Aber die hier jetzt nicht... Also ich kenne hier so, weiß ich was, Gänseblümchen. Merzbecher zum Beispiel. Merzbecher kenne ich nicht. Der hat jetzt ein bisschen gelitten hier schon. Ist das die klassische Osterglocke oder was? Nee, das ist der blüht im März, der hat den Namen drin und nickt so abwärts und ist also eine Art, die ist geschützt, die darf man gar nicht ausbuddeln. Das ist ein Gartenflüchtling aus Bremen, habe ich ausgeflüchtet. Normalerweise hätte ich aus der Natur gar nicht nehmen dürfen. Nee, was passiert denn, wenn man eine Pflanze ausbuddelt, die man nicht ausbuddeln darf? Steht auf der Bundesartenschutzverordnung. Ja, was ist denn? Rote Karte. Fehler im Fernsehen mit einer Art, die geschützt ist, kann ich gleich einpacken. Aber die kommt aus dem Garten. Ja, okay. Ne, also keine Anzeige hier. Ich habe noch nie eine Anzeige auch gekriegt für alle meine Sachen, die ich mache. Ich habe ein bisschen Narrenfreiheit. Seitdem ich hier bin, habe ich Narrenfreiheit. So gibt's, wie Sie auch. Gibt es auch, auch Pflanzen, die, sagen wir mal, halluzinogene Wirkungen haben? Ja, hatte ich ja eine schon mit, diesen Schierling. Und heute habe ich auch eine mit, die Tollkirsche. Und da würde ich gerne mal zeigen, was die auch anrichtet, wenn ich darf. Die Tollkirsche? Ja. Haben Sie dabei? Habe ich dabei als Bild und ich würde gerne zeigen, was sie so anrichtet in den verschiedenen Phasen des Sterbens. Wenn ich darf. Wie? Das ist die Tollkirsche? Das ist die linke, die rechte. Woher weiß man das, dass das die Tollkirsche ist, wenn man durch den Wald läuft und sieht die Tollkirsche und denkt sich, ah, lecker, was passiert? Also diese Tollkirsche ist erstmal relativ, wächst nicht überall. Die braucht sehr viel Kalk und ist eine Gebirgspflanze. Also hier im Rheinland, im nördlichen Rheinland kommt die gar nicht vor. Okay. Aber zum Beispiel in der Eifel, wo wir Kalk haben, da kommt die vor. Ach, und aber wenn ich da vorbeigehe und würde einfach mir in den Mund stecken, würde ich sterben müssen? In dem Fall schon, weil die Pflanze ist süßlich, die schmeckt, die würde man also gerne runterschlucken. Es gibt aber unheimlich viele Giftpflanzen, zum Beispiel 80% der Giftpflanzen sind überhaupt nicht genießbar. Die sind so ekelig, wenn sie die auf der Zunge haben, spucken sie sofort aus. Okay. Also zum Beispiel Nachtschattengewächse, sind richtig bitter. Die spuckt man gleich aus, die könnte man runterschlucken. Ja. Und in dem Fall, wenn man das tun würde, dann würde man erstmal, das ist also auch eine berauschende Pflanze, soll ich das vormachen? Was heißt vormachen? Also mal, ich haben Sie schon mal eine genommen, oder ich was? Ich nehme die jetzt mal so. Ich habe die auch schon probiert. Ah, okay. Das war 1989, als Student noch, wollte ich mal gucken, ist die wirklich so gefährlich, wie schmeckt die eigentlich? Ja. Ich wusste aber, dass die gefährlich ist, habe die aber nicht geschluckt. Ah, okay. Die schmeckt richtig süßlich bitter. Deswegen können Sie die Anfangsstadien jetzt gut nachstellen. Ich kann auch das Endstadium darstellen. Ja, okay. Machen Sie doch mal. Also man nimmt die, dann macht die erstmal High. Das ist eine Rauschpflanze. Man ist plötzlich, man könnte schweben. Ja, hoch, es ist alles so einfach. Ja. Ja, wenn man zwei ist, geht's noch schneller, noch höher. Ne? Ist das so? Aber dann. Ja. Oh, dann wirkt die. Ja, das ist also ein starker Stoff, denn das heißt, der heißt Atropin. Atropin ist tödlich. Und dann macht sich das bemerkbar. Dann kriegt man Schmerzen, dann fängt man an zu zittern. Und waren Sie in dem Stadium auch schon? Oder? Nein, nee. Hab ich's ausgespuckt. Da haben sie ausgespuckt, dann, oder was? Und dann, Luftmangel. Oh Gott. Oh Gott, hallo. Krämpfe, Krämpfe. Ja, 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 ist gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Aufstehen. Also die berauscht. Erst berauscht Sie sind die, aber auch ein toller Schauspieler. Dann verkrampft die. Und dann vielleicht bleiben sie gar nicht lange in dem Pflanzenbusiness und kriegen nach dem Auftritt hier einen Job. Dann als im Tatort zum Beispiel. Dann setzen alle Funktionen aus. Ja. Also man schwitzt, man kriegt Durst, man schnappt nach Luft
Und wenn man dann nicht Hilfe bekommt, zum Beispiel durch Abführmittel oder durch Brechmittel, ja, dann geht es ins Blut und dann ist man weg. Nach einer Kirsche? Nach zwei, dreien vielleicht. Ah, okay. Drei gehen schneller als eine, bei einer geht es auch, aber es dauert dann noch länger. Ja, okay. Ja. Tatort, das, ich sehe Sie im Tatort. Der Mörder mit der Tollkirsche. Ja, also wenn Sie zum Beispiel Ihre Mitarbeiterriege ein bisschen auflichten wollen, ja, bring ich beim nächsten Mal ein paar mit. Müssen wir uns noch mal kurz schließen. Ja. Wir machen gleich ein bisschen Werbung und dann erzählen Sie uns, was Sie uns noch mitgebracht, ja, haben. Bleiben Sie dran, bis gleich. Zurück mit Jürgen Feder, Extrembotaniker. So, Sie haben hier heute was mitgebracht, Frühlingspflanzen. Was ist das hier? Das ist ein Topf nur mit Gehölzen. Ja. Was auch viele nicht wissen, dass viele Bäume gerade jetzt blühen. Und zwar aber auch in die Bäume. Das weiß man nicht, dass im Frühling Bäume das blühen? Das merkt man beim Niesen. Also so, okay. Viele Arten stäuben. Ja. Und die brauchen eben keine Bienen, sondern die brauchen den Wind. Und Wind ist immer. Und ehe die Bienen kommen, haben auch viele Bäume oder auch Gehölze überhaupt haben schon geblüht. Ja, habe ich letztens auch mitbekommen. Wann, wo? Ich habe mich an eine Eibe gerieben. Ja, hier ist Eibe. So Grübe. Das ist eine Eibe. Das ist Eibe. Ja, siehst du, dachte ich doch. Experte. Beifall. Danke. Ja, da kommt aus den Eiben kommt so ein grüner Staub raus. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das hier so... Das ist der männliche Blütenstaub. Da sehen Sie schon? Da kann man es vielleicht so ein bisschen, ja, sehen. Ja, das ist aber eher Erdenstaub, ja, von der, ja, Erde. Ja, genau, aber da kommt so ganz grüner Staub. Der liegt auch manchmal aber auf den Autos, wenn Sie in der Eibengegend parken, genau, zum Beispiel. Also die Eibe ist ein Windblütler und der männliche Staub, das ist der Blütenstaub des Mannes, Männer bestäuben. Ja, wir machen praktisch nicht die Früchte, sondern wir sorgen dafür, dass es so Frucht erst werden kann. Yeah. Und das ist bei der Eibe auch so. Die roten Beeren später, ja, genau, auch... Die ganze Pflanze ist ja hochgiftig, die ganze Pflanze ist hochgiftig. So. Nur dieses Rötliche bei den Früchten, das kann man essen. Eibe ist eine tolle Pflanze, finde ich. Marmelade kann man daraus machen, aber wie gesagt, alles andere ist giftig und auch der Samen ist giftig, aber ja, das ist alles weiblichen Ursprungs. Okay. Dann habe ich hier mit, sieht man jetzt überall, wir machen auch ein bisschen zum Lernen auch. Ist das richtig heute? Darf man auch was lernen? Ja, Telekolleg Pflanze heute hier. Alles, was man so sieht jetzt, wenn man mit dem Auto fährt, mit dem Rad und hat diese Puscheln oben in den Bäumen, in den Sträuchern, das sind Weiden. Ja. Eine von den häufigen Weiden, die wir haben in Deutschland, die häufig ist die Saalweide. Die Saalweide heißt Salix und da drin ist der Stoff Salicin. Der Salicin ist der Hauptwirkstoff der Aspirintablette. Ach. Bevor man die hatte, hat man Rinde, Blüte und Blätter. Hat man gegen Kopfschmerzen benutzt. Okay, aber das kann ich jetzt nicht, das würde jetzt nicht so direkt funktionieren, oder? Wenn Sie Kopfschmerzen haben, wirkt's. Was, wenn ich jetzt hier von der Weide das... Der Glaube ist auch wichtig dabei. Ja. Vieles ist gar nicht richtig erforscht worden. Vieles haben die Leute angesehen und gedacht, ach, das ist ein leberartiges Blatt, hilft gegen Leber. Oder es gibt eine Pflanze, die ist blutweiderig. Rote Blüte muss gut sein fürs Blut. Das hat tatsächlich gewirkt. Daran, ja, kann man sehen, dass die ganzen Arzneimittel... Okay, ist gar nicht richtig ein richtiger Wirkstoff drin. Aber Salix ist das heißt, lateinische Name... Das ist eigentlich ein pflanzliches Produkt. Ist ursprünglich ein pflanzliches Produkt. Das wollte ich sagen. Mir fehlen die Worte. Okay. Experte, denn? Beifall. Ja, ist ja gut. Das ist wirklich so. Das haben die Pflanzen alle in sich. So, was haben wir denn da? Das ist das Übliche. Was ist das denn hier? Margarite? Also links ist der Huflattich. Der, ja, Huflattich hat die Besonderheit, immer vor den Blättern zu kommen. Das ist die erste Pflanze im April, im März. Blüht auch jetzt schon. Das ist ein Foto von vorgestern. Ja. Das ist eine Pflanze, die vor den Blättern kommt. Huflattich heißt sie deswegen, weil sie überall da wächst, wo früher die Pferde getappelt sind, es gab ja noch keine Autos, würde der Autolattich heißen, der heißt Huflattich wegen der Pferde. Braucht Bodenverdichtung und Nährstoffe. Und da, wo ein Pferd mal hinkackt, das liebt die. Okay. Dann haben wir das Frühlingshungerblümchen. Eine Art, die wirklich tatsächlich auch nur im Frühling blüht, ist eine einjährige Art, die kommt also aus dem Samen, die kommt nicht aus der Zwiebel. Ja. Und die macht auch keine Ausläufer, sondern die macht einen Samen, der treibt aus über den Winter, dann blüht die und im April, Mai, Ende Mai ist Schluss. Dann ist sie da eingezogen. Man sieht ja auch, okay, schon die ersten Schötchen. Ja, was ist das nächste? Ist das ein Gänseblümchen? Das ist ein Gänseblümchen, ja. Ja, Gänseblümchen. Ich habe gedacht, häufige Arten. Ja, Gänseblümchen, ne? Was ist man wiedererkennt. Also die Arten kennen Sie jetzt alle. Ja. Sie sind alle häufig. Okay. Ich bin großer Gänseblümchen-Fan.
Ich auch. Ja. Blüht 12 Monate im Jahr, kann man essen. Ja, man kann so schöne Krönchen draus basteln, so ineinander stecken, dann kann man die sich so aufsetzen und so im Kleidchen über den Rasen tanzen. So, das sieht toll aus, gerade so, ne? Hier der Kranz auch, würde bei Ihnen auch sehr schön. Können Sie diesen Tanz auch darstellen, so ähnlich wie bei der Todkirche? Soll ich machen? Wie heißt die Kirche? Tollkirche. Tollkirche. Was machen Sie jetzt? Kack, 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 was soll das denn sein? Kack. Kack, kack. Okay. So, es ist, glaube ich, Zeit aufzuhören, meine Damen und Herren. Kack, kack. Ist doch gut, Herr Feder. Gänseblümchenkopf von Gänse. Ich meine, ich weiß ja. Ach, das sollte eine Gans sein, die Sie dargestellt haben. Ja. Ach, ich dachte, Sie machen den Frühlingstanz. Nein, das war eine Gans. Ach so. War nicht so gut gelungen. Also noch ein guter Tag. Ich war leider zu spät. Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich gesagt. Mache ich Foto, tue ich Facebook. Leider zu spät. Auf den Gänseweiden war die Gänse, daher der Name, war überall vertreten. Ja, klar, wir haben uns missverstanden. Ich dachte, Sie wollten den Tanz nachmachen, den ich vorher... Nein, das ist egal. Tanzen kann ich gar nicht. Ja. Okay, ja, vielen Dank, dass Sie da waren. Ja. Das war wieder eine tolle Einführung ins Reich der Pflanzen, meine Damen und Herren. Jürgen Feder, das war's für heute.